Erkrankung und mein kaputtes Bein erst richtig bemerkbar. Ey, unser Haus ist kaputt. Da kommt man gar nicht mehr hoch. Ja gut, wenn die Nachbarn da sind, dann machen die Zombies hier natürlich trotzdem Randale, ne? Das ist ja ganz. Aber hallo, der ganze vordere Teil unseres Hauses ist weg. Kannst du reingucken, das ist offen. Nicht schlecht. Na egal, aber ich bin ja hier, um die Ladies zu besuchen. Wo sind die überhaupt? Ach, du glaubst es gar nicht. Weißt du, wo die sind, die beiden? Bei uns. Die haben uns getrackt und sind jetzt gerade in der Stadt angekommen. Ich sehe sie ja gerade auf der Map, die sind am Eingang der Stadt. Ja, dann kann man ja nur wünschen, herzlichen Glückwunsch, denn alles, was da war, was zu holen war, haben wir jetzt und den Rest kann man definitiv nicht gebrauchen. Ja, herzlich willkommen zurück in der trostlosen Stadt von 7 Days to Die Alpha 11.3. Dinda, Genta. Hallo. 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 Ja, beide noch erkrankt. Ne, ihr seht es am Biohazard-Zeichen und beide noch, wie ich gerade schon sagte, in diesem trostlosen Drecksort, der keine Sofas für uns parat hält. So, du hattest doch noch ein schönes, genau, das Haus hast du doch vorhin da gesagt. Ja, es ist offen. Ach, das. Das Okay, das alles hattest du klar. mir vom Dach aus gezeigt. Ja, das mag durchaus sein. Ja, meinst du, da sind die Sofas drin? Nö, aber reingehen wir trotzdem. Aber es ging leicht auf. Ist schon mal ein. Guck mal, was mit dem Kühlschrank passiert. Das ist doch manchmal so, dass der da so als Barrikade steht. Ja? Das ist jetzt nicht so ganz neu. Ja, aber hier gibt es reichlich Munition und Tanktops. Super. Das erinnert mich schon wieder so ein bisschen an diese Zalando-Sache bei H1Z1. Ja, das war ein Insider. Wenn ihr den verstehen wollt, ja, kommt da nicht drum rum. Schaut H1Z1 auf dem Kanal von Gamer at Work. Ja. Ja, nee, bis auf ein Bild sieht es hier schlecht aus. Ich habe Munition reichlich gefunden. Das Für schadet. alle möglichen Waffen. Das schadet ja nicht. Nee, habe ich mir auch gedacht. Sonst nur Rohre. Kannst du noch Rohre mitnehmen? Ne. Pass auf, du hast doch Bilder in der Tasche, ne? Jawohl. Dann schmeiße ich mir da dir mal das Bild hin, weil ich würde lieber das Rohr mitnehmen. Habe ich den jetzt schon wieder aufgenommen? Was war? Ach, Glas zu viel, alles klar. Hast du es dir schon geschnappt oder hast du es hier liegen lassen? Nee, das liegt da noch. Ich bin im Moment auf dem Dach. Alles Hab eine klar. komplette Hunting Rifle gefunden. Sehr schön. Ja, dafür hätte ich sogar Munition. Ist die denn heile? Die ist funktional, ja. Relativ heile. Genau. Okay. Mache hier schon Randale aus Langeweile im Haus. Ja, die funktioniert soweit. So. Ah, da liegt das Bild. Okay, wieder nicht sehr lukrativ. No. Die Stadt hier ist doch wohl voll für den Arsch. Ja, ich weiß auch nicht, was das für ein trostloser, mistiger Ort ist. Der bockt mich auch gerade gar nicht. Lass Ja, uns doch lass mal noch uns. ein Stückchen westlich gehen. Da geht die Straße ja noch raus aus der Stadt. Wer weiß, was wir so finden. Ja, meinst du, aufgrund der Kondition ist das jetzt hier eine gute Idee? Ich würde fast sagen, lass uns sehen, dass wir hier alle Häuser durchloten und dann gesunden und wiederkommen, wenn wir fit sind. Ich meine Stamina ist extremst im Eimer, ne? Ich gehe stark davon aus, dass deine auch nicht besser aussieht. Momentan ist die voll. Solange ich nicht groß laufe, ist ja alles okay. Ja, aber du wirst ja. Guck mal, hier ist eine Garage, da war noch kein Mensch drin. Oh Da ja. finden wir jetzt den Bohrer. Oder eine zweite Kettensäge, wäre auch fett. Gab's noch nie, ne? Dass wir beide. Oh! Magnum Parts und Magnum Munition, mein Freund. Das erste Mal Magnum-Munition. Magnum Parts, die Einzelteile, aber ich habe jetzt, warte mal, doch, die Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Du hast eine SMG, das heißt, du hast auch Munition dafür in der Tasche. Schmeiße ich dir mal Ja. gerade ab. Ich glaube, ich habe die. Ne, die Magnum Parts habe ich hier. Was lasse ich denn dafür da? Hier Blaubeeren. Hatten wir doch auch schon. Sind wir doch schon am Anbauen, oder? Ja. Dann bleiben wir hier. So. Ja, also in den großen Häusern hier hinter uns waren wir schon komplett. Bist du sicher? Ja, das sind ja die drei, die war, wo Ach wir so, kurz genau. vorm Hier ist die Einbruch der Farm. Dunkelheit waren, ja. Die Farm hatten wir gelotet. Hast du hier auf dem Müll geguckt? Nein.
Weil da ist doch manchmal der kleine Safe drauf. Na, Safe sehe ich nicht, aber ein Täschchen liegt da. Ja. Ja, sauber. Nicht so lukrativ wie erhofft. Ich glaube, da entpuppt sich der Müll fast als interessanter. Nee, ist auch nichts. Hier ist alles Müll in der Stadt. Ja, es ist echt... Müll-City. Könnte echt langsam der offizielle Name von diesem trostlosen Kaffee werden. Müssen wir ja einsprachig bleiben, dann heißt es ja Trash-City, ne? Trash-City, jawoll. Bogen reparieren mit Stickies, ging das? Nee. Bogen nicht, ach nee, Armbrust. Bogen nicht, Armbrust, genau, so war's. Ja. Ja, in welcher dieser hässlichen, unnützen Hütten waren wir denn jetzt noch nicht? Ja, gute Frage, Mann. Ja, da hinten läuft. Also, wir haben uns ja großteils auf die Flachdachhäuser, auf die Hochhäuser spezialisiert. Die haben wir, glaube ich, auch nahezu alle geöffnet. Hier ist noch eine Garage, richtig, die, glaube ich, noch nicht geöffnet wurde. Ja, manche scheinen echt noch dicht zu sein, ne? Obwohl ich damals, ja gut, da waren wir auch echt im Stress, zumindest ich. Du warst ja nicht mit in der City. Ich war in der City, aber ich habe halt nur Autos durchsucht. Bis auf nee, das du bist dann irgendwann raus und dann wurde es hier troubleig. Ja, genau, da bin ich ja dem Airdrop nachgelaufen. Genau. Tag 3 haben wir einen Tag 2 einen Airdrop verpasst, da war ja gar keiner. Alle 48 Stunden sollte hier doch ein Airdrop fallen. Ja, im Zweifelfall würde ich sagen, hat deine Frau den eingesackt. Wahrscheinlich. Ja, ey, weiß ich auch nicht. Meine Tendenz geht ja bald in die Richtung, wir gehen erstmal nach Hause. Ja, würde ich auch fast sagen und überlegen uns was Neues. Vielleicht einfach da mal eine Expedition in die andere Richtung. Du kannst tatsächlich in die Garage nochmal reingucken, ne? Das ist alles respawned. Und interessanterweise habe ich die interessanteren Sachen eben in der Leiche in der Garage gefunden. Okay. Also noch nicht mal in dem Pappkarton. Alter Leichenfledderer, du. Ja, du. Ne, was sein muss, muss sein. Ne, hier waren wir auch schon in der Butze, da auch. Ja, wird wahrscheinlich ein Haus geben, wo wir nicht reingeguckt haben. Da stehen die Sofas. Hier eine Leiche, die war so richtig voll mit Munition. Ja, gleich, ja. Ich glaube, die Säge habe ich im Karton gefunden, aber jetzt würde ich es noch nicht mal beschreien oder beschwören. Aber ist auch ziemlich mau jetzt hier mit Zombies, ne? Also selbst die Nacht war jetzt recht unspektakulär. Hier ist übrigens noch ein Haus, glaube ich, wo wir noch nicht drin waren. Ich habe gerade auch eins, in dem wir anscheinend noch nicht waren. Ah, doch. Hier waren wir offensichtlich nur zur Hintertür. Nein. Die ist nämlich doch schon offen. Ich glaube, du bist gerade in mein Haus eingebrochen, in dem ich jetzt gerade bin. Nein, nein, in dem Haus sind wir ganz neu. Der Dachboden ist noch nicht geräumt. Das ist ja so passend Fun-Game oder so typisch. Alter. So was sehen immer nur meine Abonnenten. Komm mal hier hin, ey. Wo bist du denn? Beim Arsch des Zombies, der in der Treppe hängt, oder? Ja, den habe ich von oben getötet. Ist doch, ne? Läuft, sexy. Oder? Sexy. Ja. Ich habe noch einen Magnum-Part gefunden. Ich habe jetzt Parts und die Frame. Die Frame? Ich habe den Zylinder, den Grip und die Parts. Fünf Teile oder vier? Wie viel brauchen wir? Was ist hier mit dem Bild? Nimm das Bild bitte mit. Weil das ist kann ich nicht. Meine Taschen sind voll. Ja, scheiße. Genau, dann hast du auch nur die hässlichen Bilder eingesammelt, ne? Warte, ich schmeiß eine Dose ab. So, und da. Achso, ja, okay. Ja, wie viele Teile hatte denn die Magnum? Ich glaube, die hatte eins mehr als die normalen Waffen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es vier oder fünf waren. Auf jeden Fall sind zwei Teile in lila, das finde ich schon sehr gut. Oder vielversprechend. Hier ist, ach so, dieses Weekly Dingsbums Book. Warte mal gucken, das sollte man dann ja lernen können. Bam, nein, kann man nicht. Also Armbrust wieder her. Hunting Rifle Parts. Ja, hatte ich auch gesehen. Kriegen wir aber eh nicht mit, ne? Ist ja auch, die Hunting Rifle ist ja auch nicht so... Nicht so, ne? Ich würde ja gerne hier die Glotze, ne? Konnte man ja früher zumindest die große auch kaputt kloppen und mitnehmen. Ich gucke jetzt noch einmal hier in diese Blechhütte, oder warst du hier drin? Die scheint schon offen zu sein, ja. Ja, ja, aber das heißt ja nichts, wie gesagt. Das ist alles respawned. Ja, aber war jetzt echt nichts. Nichts Spektakuläres. Ja, meinst du echt, der Kaffee trägt uns noch nach Hause? Ich hoffe es. Ja, da waren wir auch drin.
Scheiße. Ja, nee, du, meistens haben wir die Sofa in leerstehenden, einzelstehenden Häusern gefunden, ne? Ja, oder in den Siedlungen mit diesen größeren Häusern, mit Pool und allem drum und dran. Hier ja, ist auf jeden Fall nichts Echtes zu holen. Oh, ja, warte mal, lass uns mal, die Butzi ist ja auch noch zu, wenigstens einmal. Nee, Fenster ist offen, genau. Alles klar. Ja, Home Sweet Home, würde ich sagen, ne? Also Kaffee rein und ab dafür. Jo. Bam. Rennst du in die verkehrte Richtung? Nee, ich renne Richtung Häuschen. Nein. Ja, passt. Mir war gerade so. Ja, dass wir jetzt auf dem Weg noch was entdecken, halte ich fast für fragwürdig. Unwahrscheinlich. Nichts ist unmöglich, ne? Wir können ja jetzt mal eine Runde zu den Ladies laufen. Die müssen da ja auch rumlaufen und bringen denen mal die Bücher. Was hältst du denn davon? Ich kann doch mal das Haus der Ladies tracken. Ja. Wir können sie zwar nicht hören, wenn wir da hinlaufen, aber... Ja, sie uns auch nicht, das macht genau. Spaß. Können wir mal gucken, ob sie noch angezogen sind oder ob sie da irgendwie so Mädchenspiele machen, Pyjama-Partys oder so. Wow. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall können wir mal ihre Kiste plündern, weil das letzte Mal, als ich in ihrer Butze war, gab es da Antibiotika. Da nehme ich dann mal ganz unbemerkt zwei mit. Alter! Alter! Ach, Junge! Ja, ich habe auch ein gebrochenes Bein, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, der Kriecher haut dir ja auch voll die Beine weg. Hast du Stoff? Nee, aber hier gibt's doch die weißen Blumen. Ja, dann hoffe ich mal, welche zu finden, weil ich habe hier auch jetzt schön den Knöchel auch noch im Eimer. Ja, dann kommen wir voll demoliert gleich bei den Ladies an. Erkrankt und gebrochene Beine. Ja, aber ne, wir haben ihn prophezeit. Die Damen, geht nicht in die Stadt. Die Stadt ist nicht gut für euch. Jetzt liefern wir den Beweis, sie ist nicht gut für irgendjemanden. Ja, so könnte man sagen. Und abgesehen davon ist sie auch noch nicht ergiebig. So, warte mal. Jetzt mache ich mir gerade mal hier einen Splint. Ja. Ja, ich sehe, wie du auf mich wartest. Ja. Sorgevoll kümmere ich mich um dich. Es ist ein Vergnügen, wie immer, mit dir zu spielen. Aber komischerweise ist der Kollege hier mit dem Bein trotzdem noch fix unterwegs. Vielleicht war der nur verstaucht. Ich konnte trotzdem nämlich relativ schnell laufen. Jetzt sicherheitshalber habe ich mir trotzdem mal so ein Teil da drum gewickelt. So. Und bin jetzt auch schon wieder auf deinen Fersen, mehr oder weniger. Ja, eher weniger als mehr. Du bist ja Richtung Straße gelaufen. Ich bin ja hier immer noch im Nimmerland. Ja, ich sehe deinen Pfeil auch gerade da, nicht? Ach doch, jetzt da. Hm. Bist du denn schon über den Fluss? Mhm. Jawohl. Okay. Nee, dann bist du mir einiges voraus. Ich gerade überquert. Achso, gerade überquert. Ja, ich bin gerade drin. So. Jawohl, ich bin auch auf der anderen Seite angekommen. Ich muss allerdings mich so ein bisschen an dich, an dir orientieren hier, weil ich habe mir das Haus jetzt nicht getrackt. Aber egal, ich finde da schon hin. Ja, ist ja ganz in der Nähe unserer ersten Behausung. Ja. Haben wir auch, glaube ich, unseren Abonnenten und unseren Zuschauern hier noch gar nicht gezeigt, das Haus der Ladies. Ist ja ein ähnlicher Verschlag wie unser erster war. Ich glaube, du hast das auch gebaut, ne? Ja, ich habe etwas assistiert. Ich habe, die Frauen haben sich Frames an die Wand gesetzt und ich habe halt den Berg gleich ein bisschen weggehackt, weil ich ja die Möglichkeiten hatte. Ja, und irgendjemand hat es verschandelt. Ja, Captain Meyer. Ja, ich wollte gerade noch ganz galant sagen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Aber da habe ich doch schon viel Nörgelei gehört. Wow, hier ist ja wieder Zombie High Life gerade. Ja, meine Energie, mein Kaffee, ne? Schwierig. Ja, hält nicht so lange. Nee. Ich werde mir jetzt mal einen Tee reinpfeifen. Tee. Ja, mein Gott. Was soll man machen, ne? Kaffee alle, dann muss halt, ne? Ich meine, im Real Life kommt das nicht vor. Kaffee niemals alle. Kaffee immer am Start, aber. Wenn ich mal keinen Kaffee habe, ne? Weiß ich zumindest, wo ich hinfahre. Ja, das kann ich bestätigen. Der Magnum war heute gerade erst wieder hier und hat mir den Kaffee weggetrunken. Ja. Aber der war auch lecker, muss man echt sagen. Und bei Kaffee bin ich eigen. Ne, die Plörre hier im Spiel, die kippt man sich zwar so runter, aber die ist nicht lecker. So. Mein Gott, war das weit. Ja, ich stehe ja schon wieder vor so einer Klippe und muss erstmal außen rumlaufen. Ich muss mal gucken, wie man hinkommt für den Mädels. Ja, wahrscheinlich renne ich gerade diese Klippe hoch. Also Rennen ist gerade absolute... Ja, wie soll ich sagen? Übertrieben. Ich schleiche hier gerade hoch. Ja, schade, dass man hier nicht wie bei Rust anklopfen kann, so an die Tür, ne? Das finde ich bei Rust ja ein total geiles Gimmick. Ja, kannst du doch mit der Axt. Mit der Axt, genau. Mein Gott, ich hab dich total... Aber ob sie uns da noch Antibiotika abgeben?
aus den Augen verloren. So, da die Richtung passt. Mein Gott, er will nicht mehr rennen, der Sack. Und er hat auch keinen Durst mehr. Ich kann ihn nicht mehr tunen. Ja, das war früher leichter. Ja, ja, Glas rein und ab dafür, ne? Genau. Ob er Durst hatte oder nicht. Scheißegal, der wurde gar nicht gefragt, der Kollege. Achso, ich bin auch an dieser Klippe jetzt bestimmt angelangt, von der du eben gesprochen hast. Dann bist du mir ja eng auf den Fersen. Nee, dann ist es vielleicht doch eine andere. Aber so. Bei mir sind ganz, ganz viele Schritte zu hören. Das macht mir ein bisschen Angst, wo ich hier doch so durch die Botanik schleiche. Ja. Okay, schwierig. Ich muss eigentlich schon beim Haus der Ladies angekommen sein. Aber irgendwie muss das da unten im Tal sein anscheinend. Boah, ich schleiche hier vor dem dicken Zombie her, ey, das ist nicht feierlich. Ach ja, ich kann ja durch unser altes Haus runtergehen, da bin ich jetzt gerade. Hatten wir noch Antibiotika? Nee, das hätten wir mitgenommen. Nee, wir haben keine mehr. Dann guck mal, wenn die Tür offen ist oder du da reinkommst, guck mal in die Medizinkiste, da war auf jeden Fall Antibiotika drin. Was ist denn hier passiert? Was ist los? Die Dachluke von unserem alten Haus ist weg. Ja, dann komplett mit Boden überwachsen. Mit Boden? Ja. Da ist ganz viel Boden auf unserem Haus, so richtig, richtig viel Boden und unser Zugang ist quasi weg. Ich muss jetzt seitlich runterrennen. Das Haus an sich existiert noch. Ja, ich bin mal gespannt, ob es geradet wurde. Ich glaube, dass ich an unserem Hang bin. An unserem ehemaligen. Ich möchte es noch nicht beschwören, aber es ist grausam, wie ich mich hier durch die Gegend schleppe. Also jetzt offensichtlich macht sich hier meine Erkrankung und mein kaputtes Bein erst richtig bemerkbar. Ey, unser Haus ist kaputt. Da kommt man gar nicht mehr hoch. Ja gut, wenn die Nachbarn da sind, dann machen die Zombies hier natürlich trotzdem Randale, ne? Das ist aber ja ganz... hallo, der ganze vordere Teil unseres Hauses ist weg. Kannst du reingucken, das ist offen. Nicht schlecht. Na egal, aber ich bin ja hier, um die Ladies zu besuchen. Wo sind die überhaupt? Mal gerade hier auf der Map gucken. Ich sehe ihre Schlafpunkte, ich sehe die beiden aber nicht. Ah ja, ich bin ganz in deiner Nähe. So, jetzt kenne ich mich nämlich auch wieder aus. Ach, der eine Aufgang zum Haus existiert noch. Oh, hier ist aber auch ein derber Tunnel in die Wand gewämst, ne? Ich höre auch schon die Tür. Bist du in unserem Haus? Ich bin jetzt in unserem Haus. Ja, der eine Aufgang funktioniert ja, noch. Ja, ganz eindeutig sehe ich dich. Das sieht mir glatt so aus. Und die verbuggte Forge brennt immer noch. Ja, das verbuggte Dingen. Guck mal hier, was haben die denn hier weggemacht? Alter. Ja, sieht irgendwie schwierig aus, ne, die ganze Ecke. Es sieht total anders aus. Ich meine, guck mal, hier ist ja auch quasi gepflastert jetzt, ne? Ja. Das ist aber ein merkwürdiger Bug. Jetzt ist die Frage, vielleicht kommen wir aufgrund unseres Beines gar nicht bei den Ladies rein, ne? Das werden wir gleich merken. Wenn sie abgeschlossen haben, ich schwör's dir, ich klopf die Tür ein, ich will einen Antibiotika haben. Oder ich säge sie auf, die Tür. Du rennst auf jeden Fall noch deutlich schneller als ich. Ja. Haus? Aber gut, es ist ja, muss man dazu sagen, okay. Es ist ja in den Berg reingebaut. Es ist offen, herrlich. Ja, es ist offen. Und es gibt Antibiotika. Und zwar genau noch 3 Stück. Und eins davon schnappe ich mir jetzt. Ja, me too. Ja, liebe Zuschauer, ihr mögt es Diebstahl nennen. Wir nennen es Laien. Ich tausche. Ich lege, so. Für das Antibiotika gibt es hier 2 Forge-Bücher. Sonst kann ich den Ladies nichts Schönes hier lassen. Ich lasse jetzt so ein paar von den günstigen Sofas hier. Oh, die leben aber gut, wenn du hier mal so ein bisschen in die Kisten guckst. Ja, da ist ja auch Fanny die Sammelfee bei. Ja, warte mal. Ja, sind gut ausgerüstet. Großartig dabei, was ich denen jetzt geben könnte. Ich habe die Forge-Bücher reingelegt. Ich war ja eben in unserer Aufnahmepause schon im TS und habe denen Bescheid gesagt, dass ich die Forge-Bücher gefunden habe. Ja. Haben sie irgendwas gesagt? Brauchen die noch was? Soll ich dir mal hier einen Kühlschrank in die Hütte stellen? Da gucken sie gleich bestimmt doof, wenn sie kommen. Ja, mach mal. Weil er den auch leer macht. Nicht, da kann ich dann auch das Forge-Buch reinlegen. Ja, das macht man, das dann ziemlich eindeutig. Ach Mist, jetzt habe ich ihn falsch rum aufgestellt. Ist auch nicht schlecht. So, auf ein neues. Hast du 2? Ich habe 2, ja. Weil, ne, für unsere Küche, du weißt, da fehlt hier auch noch einer. Ja. So. Was ist das denn hier? Meine Frame ist abgebrochen. So.
Ja, ich gehe nochmal zu unserem verbackten Haus. Hatten wir da noch irgendwas Brauchbares in den Schränken? Nee, ne? Nee. Nee. Ich habe eben so einen Schnelldurchblick gemacht und mir wäre nichts aufgefallen. Okay. Ja. Ja, dann werde ich mir das Ganze hier auch nochmal von Ihnen angucken. Das hat ja echt arg gelitten. Oh ja, das könnte man so sagen. Alter Schwede. Ja, sehr schön. Ja, was immer hier passiert ist, es war ordentlich. Ja, das könnte man so sagen. Aber wir haben jetzt echt nichts in der Tasche, wo ich sagen würde, okay, das muss jetzt unbedingt mit, ne? Nee, da ist nichts so richtig Tolles mehr. Wir haben ja nur einen kleinen Teil zurückgelassen. Aber die Hütte, der ganze vordere Teil, ist ja quasi weggebackt. Und hier, das ist hier unten so glatt, das ist auch völlig unnormal. Ja, warte, ich komme runter zu dir. Wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge. Warum muss ich das eigentlich mal sagen? Dir fällt das nicht auf, ne? Richtig, ich ignoriere das einfach. Mhm. Ja, du, wenn du es hochladen möchtest. Ja, ich finde es nur schade, dass wir die Ladies nicht getroffen haben. Wäre ja auch ganz lustig gewesen. Ich habe die gar nicht getrackt. Ich habe sie jetzt auch nicht getrackt, aber ich hätte sie jetzt hier eigentlich im Umkreis gesehen. Ach, du glaubst es gar nicht. Weißt du, wo die sind, die beiden? Bei uns. Die haben uns getrackt und sind jetzt gerade in der Stadt angekommen. Ich sehe sie ja gerade auf der Map, die sind am Eingang der Stadt. Ja, dann kann man ja nur wünschen, herzlichen Glückwunsch, denn alles, was da war, was zu holen war, haben wir jetzt und den Rest kann man definitiv nicht gebrauchen. Richtig, jetzt stell dir mal vor, die wären da hingelaufen und hätten die Motorsäge gefunden, anstatt wir. Boah, das wäre ärgerlich gewesen. Ja. Aber dem ist ja nicht so. Ist ja alles gut gegangen, ich sau hier gerade rum, es wird Zeit, dass wir eine Aufnahmepause machen. Ja, Leute, das heißt für euch, ne, dass wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wiedersehen. Ja, natürlich mögt ihr. genau, was wir Spannendes anstellen und ob wir jetzt noch unsere Sofas finden. Ja, bleibt abzuwarten. Schaltet Sofas, ein. Sofas, wo seid ihr? Ja. Ja, genau, Leute. Haut rein, ne, und bis die Nächte. Bye, bye.